Und da ist er, der Benz Friedli! Ich grüße dich, Herr Rosa. Das war jetzt original übrigens. Gell, ging das Berndeutsch? Und wie schön und herzig und gemütlich das ist. Da in der Reklame für Schweizer Gemüse am Fernsehen. Red doch der Hunger so sympathisch Berndeutsch, rund und gesungen. Und der Gänserich, der so ein der Löw im Umzug sein soll, redet so ein undefiniertes Schaffhausen-Togau, St. Gallen-Ostschweiz, irgendetwas. Schnell, sie sperren sich, die Köbli müssen aufs Feld. Aber kannst ja nichts dafür, wenn du sympathisch bist, auf die Welt gekommen, wie ich. Also Berndeutsch. Und ich muss euch sagen, es ist mit dem Dialekt einfach auch situativ. Es gibt Momente, wo auch Baseldeutsch kann. Mal. Sogar Baseldeutsch kann schön sein. Ich habe mal einen kennt, als er sich kurz kennt. Also, als er ganz kurz sehr nachkennt. Und in dieser Nacht küschelt die mir am Morgen um 16:30 ins Ohr. Seidenball. Und in diesem Moment war Baseldeutsch die schönste Sprache der Welt. Der Elvis würde sagen: Love me tender, love me, Seidenball. Sie hat es natürlich leise gesagt. Seidenbolle. Aber sie sind dann quer durch die Mikro-Bäcke. Du schon, das Schnüffeli, wenn wir noch Gorgonzola. Das ist zum Fremdschämen, gell? Und das Schnüffeli ruft quer durch den Laden zurück. Tanzbärli. Habe ich alles schon gehört. Reli. Häcksli, aber der laut Häcksli, hast du mir noch Grillzangen. Wie sagt ihr euren Liebsten? Wie sagst du jetzt ihm, wegen niemand zulässt? Also? Schätzeli einfach. Einfach Schätzeli. Er sagt, also du sagst ihre Schätzeli. Das finde ich mal nicht wahnsinnig originell, aber es läuft immer, oder? Nein, es ist. Du hörst alles. Gestern hat einer gesagt Schibützu. Sie sagen ihrem Schibützu. Habe ich gesagt, ja gut, solange du ihm nicht Totenmügerli sagst. Nein, du hörst alles. Die eine Nachbarin hat ging vom Göga, mein Göga, für Göttergatte. Aber sie meint es, glaube ich, nicht so. Er sagt ihr ein Federli. Aber sie sieht nicht mehr so aus. Die andere Kollegin ging vom Lappi. Mein Lappi hat gesagt, Lappi steht für Lapp, Lebensabschnittspartner. Die sagen das so meine und meine. Oder die Regierung. Der Göller im Fernsehen. Die Regierung ist in der Ferien, hat sturmfrei. Gut, der Tietz hat einen Regierungswechsel gegeben im Göller. Man kann es verstehen. Wenn die Hälfte von der Ehepaare in Schweiz, muss ich dir jetzt sagen, Schätzeli, die gehen nicht miteinander. Schätzeln. Also, Seidenböllele, sagt die Forschung. Aber es verwundert mich nicht, wenn sie einander meine sagen. Die Regierung, weißt du, wie tönt das ab? Gut, geh noch lieber meine an, wenn sie dann so sagen, mein Lebensfreund, meine Gefährtin. Letztens im Globus Delicatessa sagt der Deutsche zu seiner Flamme, weißt du, sie sind nicht irgendwie unter sich im Nest oder so, mit sie mich aufzuladen, vor allen Leuten. Sie hat zu dieser, Feuchtgebiet. mein Feuchtgebietchen. Okay. Das ist jetzt mal ein Kosename, Feuchtgebiet. Wie sagt ich sie ihm? Oder wenn wir es lieber gar nicht wissen? Aber weißt du, wie der Elvis Priscilla gesagt? Das willst du auch nicht wissen. Ich wollte natürlich alles wissen über den King of Rock'n'Roll, King of all Kings. Hat er doch am 9. Februar 1970, vor 50 Jahren, hat er doch am Nachmittag um 16:30 im Garten. Mal, das weiss man. Ja, das hat er so einen Pick da aufgeschrieben. Der Peter Guralnick hat eine Biografie gemacht, Tag für Tag für Tag für Tag. 1325 Seiten kleingedruckt, habe ich gelesen. Itemur Priscilla hat der Elvis eben Satnin gesagt. Little Satnin. Und wenn man das übersetzte, dann hieß es Seidenball. Danke vielmals. Benz Friedli! Danke vielmals!